Hallöchen. Es ist eine Weile her, aber heute spielen wir ein bisschen Skyrim, nur nicht abends, sondern jetzt. Aber ja, wir schauen mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall die Main Story heute ein bisschen weiterspielen, weil wir brauchen ein bisschen Fortschritt, um manche Sachen noch machen zu können. Und ich habe eine neue Haarfarbe. Die sieht auf der Kamera sehr pink aus, fällt mir gerade auf. Aber ja, es ist eigentlich rot. Ja, und selbst die Ausleuchtung ist nicht so perfekt. Ich streame ja auch nicht so oft tagsüber. Aber hey, man kennt's ja, ne? Man ist nie ganz zufrieden. Gut, aber wir fangen an mit Main Story, genau. Das werde ich heute wahrscheinlich auch nur machen. Diplomatische Immunität. Wir sollten Malborn in Einsamkeit treffen. Wir waren schon in Einsamkeit. Jedoch habe ich nichts Storymäßiges gemacht. Also, die Lage scheint sogar noch schlimmer zu sein, als Delphine bisher vermutet hat. Die Drachen erwachen nicht einfach nur wieder zum Leben, sie werden von anderen Drachen wiedererweckt. Delphine glaubt, dass die Talmor dahinter stecken und finstere Absichten verfolgen. Ich muss das Anwesen des Botschafters der Talmor infiltrieren und herausfinden, was sie über die Drachen wissen. Mein Kontaktmann Malborn erwartet mich im zwinkernden Skewa in Einsamkeit. Der zwinkernde Skewa, dann gehen wir doch dahin. Erstmal aktivieren. Wir nehmen die verschiedenen Quests erstmal raus. Und mir ist aufgefallen, ich stehe hier noch mitten im Nirgendwo. Genau, weil ich habe hier was gesucht, ich erinnere mich. Hab's aber nicht gefunden. Dann auf nach Einsamkeit, wir waren ja schon da. Können wir einfach hinreisen. Gut, schauen wir mal, ne? Hallo, schön, dass du da bist. Es ist dunkel. Gehen wir zum zwinkernden Skewa. Oder wieso habe ich meine Waffen gezogen? The Winking Skewa auf Englisch. Sehr schön. Okay, Malborn, wo bist du? Was braucht ihr? Ihr braucht etwas? Ja, unsere gemeinsame Freundin schickt mich. Wirklich? Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu spaßen. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt, und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen. Okay, was soll ich am besten mitnehmen? Moment, ich muss ein paar Sachen vorbereiten. Ich bin bereit, hier ist alles, was ich brauche. Okay, was soll ich am besten mitnehmen? Was fragt ihr mich? Sie hat versprochen, jemanden zu schicken, der sein Fach versteht. Vielleicht tue ich's ja, vielleicht tue ich's auch nicht. Wenn ihr tatsächlich lebend da rauskommen wollt, solltet ihr alles mitnehmen, was ihr zum leisen Bewegen und zum schnellen Töten so braucht. Ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und wenn ich nicht leise bin, dann kommt halt die Holzhammer-Methode, ne? Okay, ich bin bereit. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Ich finde euch schon auf der Feier, keine Sorge. Ich soll ihm Ausrüstung geben. Ach so, stimmt, ja. Habe ich irgendwas, was ich ihm geben kann? Ich habe irgendwie ein bisschen hier den Faden verloren. Ich gebe dir jetzt einfach mal... Nein. Ich gebe dir den Schädel. Den Stab mit dem Schädel. Ich habe keine Ahnung, soll ich ein Schlüsselobjekt geben? Mal gucken. Nee, Moment, das sind nur Schlüssel. Ich guck mal kurz. Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Ich habe die Main Story jetzt so lange ignoriert. Okay, nee, da ist irgendwie nichts dabei. Jetzt habe ich ihm Stab gegeben. Kann ich nochmal mit dir reden? Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste Mann. Der... Ja gut, alles gut, alles gut. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Oder sollte ich ihm meine Ausrüstung geben? Ich weiß es nicht. Was steht denn in der Quest? Nur trifft Delphine bei den Stellen. Egal, ich mache jetzt einfach mal. Hallo. Was geht, was steht? Es steht nichts, aber es geht einiges hier in Skyrim.
Gut, dann. Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Feier zu mischen, ohne als. Müssen wir denn da hin? Ah, ich weiß, warum ich meine Waffe gezogen habe. Ich habe die falsche Taste vorhin gedrückt. Okay. Ah, da, da. Hier ist es. So. Können wir ja einfach direkt schnell hinreisen. Ork-Rüstung, wie? So eine hatte ich auch mal. Hässlich und kräftig. Genau wie ihr Hersteller. Was ein Statement. Ich finde, die sieht ganz cool aus. Steht zum Khajiit eigentlich auch echt gut, muss ich sagen. Hi, Delphine. Hat dir Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggeln wollt? Fuck. Okay, ich hätte vielleicht... Hat dir Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggeln wollt? Ah, wir kriegen das schon irgendwie gut hin. Ich habe eure Einladung zur Feier. Und wenn ich nur mit dem Stab rumlaufen muss. Aber an den Sachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie wirklich glauben, dass ihr ein geladener Gast seid. Und das heißt, ihr müsst auch wie ein Gast aussehen und dürft nicht bis an die Zähne bewaffnet kommen. Hier, legt das an. Ist das ein Problem? Wenn ihr bereit seid, verwahre ich den Rest eurer Sachen, bis ihr wieder zurück seid. Ihr werdet nur das haben, was Malborn für euch hineingeschmuggelt hat und das, was ihr drinnen eventuell noch finden könnt. Ich hab's mir gerade... actually selbst erschwert. In dieser Kleidung könnt ihr aber nicht das ist auf okay. Einer Feier in der Wut. Ja, ja, ich weiß, ich ziehe mich ja schon um. Aber das wird jetzt spannend. Ich meine, mein Level ist schon auf 19. Ich habe schon viele Skills jetzt mittlerweile. Mal gucken. Okay, jetzt muss ich ablegen. Festliche Kleidung, festliche Stiefel. Schild ablegen. Legen wir auch ab. Den kann ich vielleicht weitertragen. Handschuhe weg. Helm weg. Habe ich jetzt eine Hose an? Das wäre echt cool, hätte ich eine Hose an. Talmor erscheinen. Schick. Das muss genügen. So werdet ihr als ein echter Gast durchgehen. Zumindest bis ihr den Mund aufmacht. Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Warum dir 40 Leute beim Reden zuhören wollen? Vielleicht, weil du Ahnung hast von dem, was du erzählst? Würde ich behaupten. Ich spiele hier nur Videospiele. Da wird mir viel vorgegeben. Okay, ich bin bereit. Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Viel Glück. Jawohl. Ab auf die Kutsche. Okay. Ah, da kommt wohl noch jemand zu spät zu Elenbens kleiner Abendgesellschaft. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch, werter Herr. Guten Tag. Meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen dieses götterverdammten Berges. Ich hatte nicht die Absicht, verspätet anzukommen. Deswegen chillst du jetzt noch eigentlich hier draußen? Komme ich ja lieber zu früh. Oft schon am Tag vor dem Fest. Damit ich ja keinen Teil des Gezeches verpasse. Ach, na dann. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung bitte. Hier, bitte. Gibt es ein Problem? Kleinen Moment, ich habe sie auf dem Wagen liegen lassen. Ich habe ja vielen einen. Dank, mein alles Herr. Easy. Geht einfach alles hinein. Easy. Nun denn, hier ist meine Einladung. Ich habe keinen vergifteten Dolch unter meiner Hose versteckt. Und so weiter und so fort. Ich tue nur mal. Das wäre auch eine gute Idee. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elenven, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Und ihr seid? Ich heiße Ismail. Es freut mich, euch eure Bekanntschaft zu machen. Wirklich nettes Fest. Ihr müsst wissen, ich bin zum ersten Mal hier. Wo bekommt man hier was zu trinken? Seid ihr Elenven? Ich habe so viel von euch gehört. Ich antworte mal auf Ihre Frage. Ah, richtig.
Ich habe euren Namen auf der Gästeliste gesehen. Richtig. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Was gibt es, Malbon? Wir haben leider keinen Altowein mehr. Will ich nicht abstreiten. Gestattet ihr, dass ich den Arentia hole? Natürlich. Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Aber in letzter Zeit scheint sich jeder Schmied im Himmelsrand beweisen zu wollen. So gut wir müssen uns später besser bekannt machen, bitte. Amüsiert euch. Kein sehr fairer Vergleich, wenn ihr... Ist die so groß und ich so klein? Was kann ich euch bringen? Ihr habt es geschafft. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Wollen wir hoffen, dass wir beide diesen Tag überleben. Wird schon schief gehen, oder? Wache ablenken. Du bist eine Wache? Wir sollen nicht mit den Gästen reden. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Ich rede nochmal mit ihm. Was benötigt ihr? Ich möchte etwas zu trinken. Hier, bitte, der Herr. Feinster kolumbianischer Weinbrand. Kann ich euch sonst noch etwas servieren? Erstmal nicht. Bis zum nächsten Mal. Ich muss erst mal gucken, wie das... Ich erinnere mich hier null daran, Elen, wenn wie das weiß, ging. Wie man richtig feiert. Ich it Rabenkrähe. Sind eure Augen und Ohren offen und euer Verstand frei von Wertung und Erwartung, könnt ihr in dieser Kammer vieles lernen. Gut zu wissen. Amüsiert ihr euch? Freundliche Gesichter und gutes Essen sind gut und schön. Doch Ehrlichkeit ist selten so angenehm. Besucht ihr die Botschaft oft? Worte werden gesprochen, Worte bleiben unausgesprochen. Hütet euch vor den Talmor, denn sie sind in beiden Sprachen bewandert. Aus diesem Grund meide ich sie, wann immer ich kann. Warum bist du dann hier? Aber okay. Möge die Weisheit euren Pfad erhellen. Erikur, was muss ein Mann tun? Einen Mann, der weiß, wie man Geld macht, kann der Krieg eine äußerst gewinnträchtige Sache sein. Was führt euch auf dieses Fest? Ihr müsst neu in Himmelsrand sein, sonst wüsstet ihr, wer ich bin. Ich habe bei fast allem, was in Himmelsrand von Bedeutung ist, meine Hand im Spiel. Ich glaube, es ist Zeit, die Kränkungen der Vergangenheit ruhen zu lassen, damit zwischen dem Kaiserreich und dem Alt-Meribund Frieden und Wohlstand gedeihen können. Dazu versuche ich, meinen bescheidenen Anteil beizutragen. Und ganz unter uns, es bringt mir jede Menge Geld ein. Nett. Ihr klingt ganz schön wie ein Geschäftsmann. Nicht jeder Nord ist besessen von Stärke, Ehre und Waffenkunst. Ein paar wenige sind mit der Gabe geboren, Geld zu machen. Meine Stärke sind meine Investitionen und meine Waffe ist mein Reichtum. Was die Ehre betrifft, nun, manchen Luxus kann selbst ich mir nicht leisten. In Ordnung. Gut. Da, eine schnuckelige kleine Maid, auch wenn sie ein Elfenmädchen ist. Ihr da, Serviermädchen. Wie heißt ihr denn, Schätzchen? Okay. Brelas. Reden wir mal mit ihm. In diesem Raum ist die Degeneration des Kaiserreiches deutlich zu erkennen. Danach steht mir im Moment der Sinn. Was führt euch auf dieses Fest? Es gibt im Kaiserreich manche, die sich ihren Pflichten beim Ausmerzen der Talos-Ketzerei gern entziehen würden. Glücklicherweise haben sich jetzt diejenigen, die die kluge Politik des Kaisers am heftigsten ablehnen, nicht nur als Ketzer, sondern auch als Verräter gezeigt. Ich bin hier, um die herrschenden Klassen von Himmelsrand daran zu erinnern, dass ihre Kaisertreue die Kooperation mit den Talmor erfordert. Es war ein harter Winter. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie er einfach so lange so ein halbes Brot in der Hand hat. So gut. Habt ihr in letzter Zeit interessante Gerüchte gehört? Okay. Es mag ja Maven Schwarzhorn ist auch gehört, hier. Dass die Fehde zwischen den Graumähnen und den Kampfgeborenen in Weißlauf ziemlich hässlich geworden ist. Fralia Graumähne ist davon überzeugt, dass die Kampfgeborenen einen ihrer Söhne entführt haben. Ich kann mich nicht erinnern, euch bei einem von diesen Anlässen schon einmal gesehen zu haben. Aber ich will mit dir reden. Und ich kenne jeden. Bleib stehen. Seht ihr den widerlichen Betrunkenen dort drüben? Eine hochgestellte Persönlichkeit der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Ob ihr es glaubt oder nicht. Puh, ja, okay. Was führt euch auf dieses Fest? Ich bin hier, um meine Beziehungen zu pflegen. Übrigens, ich weiß nicht, wer ihr seid.
Aber wenn ihr nicht wollt, dass ich euch auffliegen lasse, solltet ihr mir für den Rest der Feier aus dem Weg gehen. Die weiß Bescheid. Okay, welche Beziehung habt ihr denn zu den Talmor? Wir pflegen eine Beziehung des gegenseitigen Vertrauens. Ich kümmere mich wenig um die Politik und die Rivalitäten zwischen den Talmor und dem Kaiserreich. Aber ich respektiere Macht. Und die Talmor haben sie. Sie lassen mich in Ruhe, ich lasse sie in Ruhe. Alles Bis klar. zum nächsten Mal. Keiner dieser Leute interessiert sich auch nur im geringsten für die religiösen Aspekte dieses Krieges. Ein weiteres Zeichen für die Degeneration eures Kaiserreiches. Okay, das hat er gerade schon mal gesagt. Und du Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken draußen. Zu bekommen? Ah, damit könnten wir die Wachen ablenken, alles klar. Okay, was führt euch auf dieses Fest? Ihr müsst neu hier sein. Es gehört sich nicht, bei einer von Elenvens kleinen Abendgesellschaften solch eine direkte Frage zu stellen. Aber ich habe nichts zu verbergen. Ich komme aus dem Süden und bin geschäftlich. Und wenn man heutzutage Geschäfte in Tamriel machen will, sollte man sich besser daran gewöhnen, mit den Talmor zu kuscheln. Ob es einem gefällt oder nicht. Ich weiß nicht, ob das eine echte Neuigkeit ist. Gut. Ich habe euch was zu trinken gebracht. Ah, die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfuchsern und alten Knausern. Wenn es Sie etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Mach ich. Okay, danke. Sollte ich etwas brauchen, werde ich auf euch zurückkommen. Oh, es gibt tatsächlich etwas, das ihr für mich tun könntet. Ja, das ist wirklich wunderbar. So. Ich kann gleich damit anfangen, euch vor eure nur einen Drink gebracht. Das ist einfach großartig. Sprecht weiter. Ihr müsst Aufsehen erregen und die Aufmerksamkeit einige Minuten lang auf euch lenken. Ist das alles? Das ist ja schon besoffen. Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus der Rolle zu fallen. Oh yeah. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Ich hoffe, Sie tischen wieder den Wildbraten mit der bitteren Soße auf, den wir Let's go. Alle mal aufgepasst. Das war einfach köstlich. Könnte ich bitte eure Aufmerksamkeit haben? Ich habe euch etwas mitzuteilen. Lasst uns auf Elenven anstoßen, unsere Geliebte. Natürlich im übertragenen Sinne. Was macht ihr denn da? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand sie ins Bett bekommen möchte. Obwohl, die meisten von euch stecken ja ohnehin schon unter einer Decke mit ihr. Aber auch das natürlich nur im übertragenen Sinne. In Ordnung, in Ordnung. Nehmt eure Hände weg von mir. Ich Jetzt aber schnell. Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Ich will nur Oberherren nicht beleidigen, nicht wahr? Ja, komm. Jemand, bring mir mal was zu trinken. Schnell. Lasst mich das Gespräch Jawohl, führen. Jawohl, geschafft. Suche nach Informationen über die Rückkehr der Drachen. Ja, das werden wir jetzt tun. Ist der Schlüssel... Ist der jetzt lustig geglitscht? So weit, so gut. Aber gut, weiter geht's. Hinausschleichen sehen. Wir müssen durch Hello. Die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Folgt mir. Es ist eine Schande, dass die Dunkelheit so leben müssen. Ich weiß genau, was Wer kommt da, Malborn? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Los, raus da! Ich habe nichts gesehen. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Meine Ausrüstung, mein Stab. Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Ja, mach, komm, hau ab. Oh, jetzt habe ich einfach nur diesen Stab, ne? Aber gut, was kann der denn eigentlich? Verursacht 20 Punkte Schaden, die auf 50 erhöht werden, wenn sie durch von schlafenden Menschen gesammelte Träume verstärkt werden. Das ist abgefahren. Aber gut, damit müssen wir zurechtkommen. Oh, ich habe Dravins Bogen noch, wahrscheinlich, weil das ein Quest-Item ist. Aber ist okay. Alles andere... Oh, das kann ich auch noch anziehen. Schön. Und sonst habe ich nichts dabei.
Außer anscheinend ungefährliche Dinge. Na gut. Ich muss die Tür hinter euch verschließen, sonst merkt die Patrouille womöglich, dass etwas nicht stimmt. Ach so, ich soll da durchgehen. Ist hier noch irgendwas drin? Gold, nehme ich. Ich kann ja jemanden mit so einem gusseisernen Topf einfach eins überziehen. Ist auch eine gute Idee. Ja, wird schon passen irgendwie. Ich muss... Viel Glück. Ja. Ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. Hau ab. Zu wem? Hören Sie. Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen? Nein, sie sind Hochmagier, die gerade von Alienor eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich ihre Hoheit jetzt Habt ihr etwas gehört? Nein, ich bin gar nicht da. Kommt schon. Ach, come on, ey, ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab halt null Ahnung von Zauber, weil ich mich auf einhändige Waffen spezialisiert habe. Ein großer Hund, der auf meinen Befehl hört. Ich werde euer erbärmliches Leben beenden. Fell mache ich mir einen schönen Teppich. Fuck. Ich werde euch brennen. Ihr erinnert mich an die Katze meiner Cousine. Die habe ich auch getötet. Das geht so schief, ey. Das geht gar nicht, ey. Ich brauche mehr Ausrüstung. Mann, ich bin doch leise rumgelaufen. Ist okay, wir fangen jetzt nochmal hier an. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elen, wenn die Botschafterin der und ihr seid? Immer noch Ismael. Ah, bitte, erzählt mir mehr über... Bitte entschuldigt was gibt es, Malbon? Wir haben leider keinen Altowein mehr. Ich gucke jetzt mal. Gestattet ihr, dass ich den Arentia rufe? Ich hier gerade noch irgendwas finde. Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit Bücher. Solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, Frau Botschafterin. Es war ein harter Winter. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das letzte Mal so lange so kalt gewesen ist. Okay, mehr Türen gibt's hier nicht. Ich weiß genau, was ihr meint. Habt ihr vielleicht sonst noch etwas? Ich hoffe, ihr amüsiert euch. Was kann ich euch bringen? Ja, okay. Ihr habt es geschafft. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, wollen wir hoffen, dass wir beide diesen Tag überleben. Gib mir mal was zu trinken. Der Herr. Feinster kolumbianischer Wein. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Ihr habt ein sehr scharfes Auge. Ich habe einen mächtigen Durst, der nicht gestillt werden kann. Ihr müsst neu hier sein. Es gehört sich nicht, bei einer von Elenvens kleinen Abendgesellschaften solch eine direkte Frage zu stellen. Ach ja. Ich brauche noch was zu trinken. Ja, wie kann ich euch... Hier, bitte der Herr. Feinster kolovianischer Weinbrand. Kann ich euch sonst noch etwas servieren? Jetzt habe ich ihn gekriegt. Lebt wohl. Ja, ich weiß, dass da meine Sachen sind, aber ich war blöd und hab dem nur einen Stab gegeben. Was muss ein Mann tun, um hier das war einfach nur dumm. So, hier, ich hab was zu trinken. Wenn es etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann. Wunderbar. Ja, mach mal bitte. Ist das alles? Ja, das ist alles. Und bewundert und das los Werk geht's. Meiner Hände. Das Werk meiner Hände, das ist auch einfach. Ja. Ich bin eure Aufmerksamkeit haben. Ich habe euch etwas mit. Ja, let's natürlich. Go. Lasst mich mal sehen, ob wir davon noch eine Flasche haben. Ich werde an der Tür darauf warten, dass alle... Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Obwohl, die meisten von euch stecken ja ohnehin schon unter einer Decke mit ihr. Aber auch das natürlich nur im übertragenen Sinne. Violette Bergblume nehme ich mal. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Milsack. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Oh. In Ordnung. Ist okay, geh ruhig. Nehmt eure Hände weg von mir. Ich werde mich ab jetzt... Wer kommt da, Malbon? Wir wollen ja schließlich... Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast fühlt sich nicht... Okay, wir haben diesen Stab. Gut, lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast in der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln Karotten. Ist. Regeln, Zavani? Wirklich? Ich versuch's nochmal mit Schleichen. Dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist.
Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Ansonsten muss ich meinen manuellen Spielstand nochmal laden. Eure und dann Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür nochmal über euch verschließen. Von vorne. Verlass ich das bloß nicht. Ich habe gehört, dass Ulfric Sturmmantel gefallen ist, als er Windhelm gegen einen Drachen verteidigt hat. Und aber goodbye. Für mich klingt das zu schön, um wahr zu sein. Ich muss die Tür hinter euch verschließen. Viel Glück. Ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. Zu wem gehören sie? Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen? Na, sie sind Hochmagier, die gerade von Alinor eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Ist hier jemand drin? Gut. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier gegen einen Drachen verteidigen sollten. Oh, perfekt. Wenn tatsächlich ein Zumindest Drache sowas auftaucht, haben wir ja vielleicht Glück und er frisst die Magier zuerst. Das könnte uns genug Zeit Becher, verschaffen, Becher, Schale, um ihn zu ein Mietfass. Ha! Mir wäre es recht, wenn mal jemand diesen arroganten Mistkern die Meinung sagen würde. Für die sind wir doch nur ein niederes Fußvolk. Okay, schauen wir mal, was wir damit regeln können. Naja, das wollte ich wieder anziehen. Ist halt auch eher auf Zaubern, aber vielleicht können wir ja was regeln. Habe ich den Stab ausgerüstet? Ups. Nein. Wir sollten besser wieder unsere Runden drehen. Es wäre cool, wenn hier einfach irgendwo so random ein Schwert rumliegen würde. Okay, dann mach ich die Tür auf. Nein! Ihr hättet nie herkommen. Oh, oh, verstoßen. Bei den Göttern! Nein! Wieso? Nein! Dann hau ich dich halt einfach. Okay, das hat auch funktioniert irgendwie. Ach, schön, ein Schwert nehme ich. Nehmen wir auch. Ich nehme erstmal den seinen ganzen Scheiß ab. Weil damit komme ich auf jeden Fall besser zurecht, als wenn ich jetzt hier in Talmor-Klamotten rumlaufe. Und sein Schwert. Hab ihn nackig gemacht. So, erstmal keiner da. Ihr seid tot. Ups. Genug. Oh Gott. Ich bin immer noch auf entdeckt, also hat mich bestimmt auch irgendjemand gehört. Man versucht sich zu helfen, ne? Warte mal hier, Brot, Teller, Käse. Ist hier zufällig ein Trank in einem Schrank? Perfekt. Die nehmen wir mit. Der Kuchen und der Diamant. Das ist doch ein Buch, was man lesen möchte, oder? Okay, hier müssen wir lang. Ob oben noch was ist, frage ich mich. Das wollte ich nicht mitnehmen, aber egal. Können wir ja auch wieder wegschmeißen. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ich bin gar nicht da. Ich habe sie wohl verscheucht. Hast du. So, dann gehen wir mal weiter. spannend. Bügeleisen finde ich auch immer klasse. Oh, da geht's raus, okay.
Ah, ja, okay, daran erinnere ich mich. Aber hier sieht mich doch jeder Arsch, komm. Ihr seid tot. Das war schon alles. Mehr habt ihr nicht drauf. Autsch. Brauche ich nicht. Das ist so stark für ein Zauberer. Mal gucken, ich habe hier Gesundheit gekriegt. Ja, okay. Dann nehmen wir einfach beide direkt. Ihr wollt mich besiegen? Und mehr habt ihr nicht drauf. Jetzt bezahlt. Wieso gehen diese Viecher nie von alleine kaputt? Oh, ist deins wahrscheinlich. Oh, hat irgendjemand zufällig von euch einen Trank dabei? Wahrscheinlich nicht. Was? Ich warte gerade nur kurz, dass meine Energie sich ein bisschen regeneriert. Wer schlägert sich denn da? Au! Deine Ohren trage ich als Halsschmuck, mein Gott! So, der ist erledigt. Ah, ich muss da unten rein, okay. Da sind noch mehr Gegner, aber ich sehe nicht. Ah ja, ist ja nicht so wichtig. Okay, jetzt erstmal wieder rein. So, Talmorische Botschaft, Eleven Salon. Let's go. Aber ich brauche das Geld. Ich habe es mir verdient. Ich habe auch Ausgaben, wisst ihr? Seid euch nicht zu sicher, Gissen. Ihr seid sehr nützlich, aber seid euch nicht zu sicher. Wir haben andere Informanten, die weniger abstoßend sind. Aber niemand sonst hat euch so wertvolle Informationen gebracht, nicht wahr? Etienne, er hat gesprochen, nicht wahr? Er weiß, wo sich der alte Mann aufhält, den ihr sucht. Er hat es mir selbst gesagt. Den Rest eures Geldes bekommt ihr, wenn wir seine Geschichte bestätigen. Wie vereinbart. Er hat also gesprochen. Ich wusste es. Irgendwann fängt jeder an zu reden. Ich habe noch zu tun. Lasst mich arbeiten, wenn ihr je den Rest... Ich versuche mich mal hier hinter der Theke zu verstecken. Mal sehen, ob man mich sieht oder nicht. Könnt ihr euch helfen? Mit mir würde er reden. Er vertraut mir. Ihr möchtet gerne mit mir hinuntergehen? Ist es das gesehen? Hallo? Wer ist da? Niemand. Geh weg. Ihr könnt ihn fragen. Die Biografie. Sie wollt sehen, was er euch antwortet. Nein, nein, ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Das wäre vermutlich am besten. Niemand. Sie fürchten sich also auch vor den Drachen. Sind wohl zu gut bezahlt, dabei sie überhaupt nichts. Es muss hier keine unnötigen Toten geben, oder? Es wird trotzdem unvermeidbar sein. Okay. Ist da jemand? Nein. Ich bin mit der schweren Rüstung einfach viel zu laut. Da kann man nicht gut schleichen. Da habe ich mir... Oh, fuck. Da habe ich mir den falschen Job ausgesucht.
Oh, das war ein schöner Finisher. Ah ja, Streitkolben sind natürlich besser. Oh, die Backkartoffeln sehen auch gut aus. Nehmen wir auch mit. Damit können wir uns nämlich heilen im Zweifelsfall. So, den kann ich eigentlich wegschmeißen. Ist hier noch jemand? Ne, der ist weg, okay. Zaubertrank des Feilschens ist halt auch einfach so Dinge, die ich gerade überhaupt nicht brauche. Ja, ich gucke jetzt nicht in alle Bücher rein. Vielleicht mache ich mal eine Reading Session mit Skyrim-Büchern. Da gibt es ja doch schöne Geschichten in den Büchern. So, Kerker geht nur auf, wenn ich ihn knacke. Das könnte ich ja versuchen. Ah, ich habe keine Dietriche dabei. Ja gut, dann kann ich es natürlich nicht versuchen. Logischerweise. Okay. Hier haben wir was. Drachenuntersuchung. Aktueller Stand. Lesen. Erste Abgesandte Elenvin. Elenvin. Ihr wisst, wie sie heißt. Wir erwarten einen Durchbruch bei unseren Bemühungen, die Partei oder Macht zu enthüllen, die für das Phänomen der Drachenauferstehung verantwortlich ist. Ein Informant hat einen möglichen Hinweisgeber identifiziert, den wir in die Botschaft gebracht haben, um ihn zu verhören. Die Person ist stur, hält aber allem einen Anschein nach die Information zurück, nach der wir suchen. Ich habe die mittlere manuelle Abwicklung autorisiert. Die mittlere manuelle Abwicklung. Was ist das denn? Ich rechne nicht damit, dass mehr nötig sein wird, es sei denn, ihr seid der Meinung, dass die Zeit drängt. Ich weiß, dass ihr es vorzieht, beim abschließenden Verhör anwesend zu sein. Ich werde euch sofort informieren, sobald die Person voll ansprechbar ist. 2 Tage sollten reichen, um alles aus ihr herauszubekommen. Solltet ihr einstweilen unsere Verhörtechnik begutachten wollen, so ist eure Fachkenntnis natürlich stets willkommen. Ich habe den Gefangenen der Einfachheit halber in der Zelle untergebracht, die der Treppe zu eurem Büro am nächsten liegt. Rulindil, 3. Abgesandte. Tippe ich mal drauf. Ja, dann nehmen wir das mal mit. Infos über Delphine nehmen wir auch mit. Infos über Ulfric Sturmmantel, die nehmen wir auch mit. Ich lese die jetzt mal nicht alle vor. Und der Schlüssel zum Verhörzimmer, dann muss ich das ja nicht mal knacken. Perfekt. Gut. Dann kurze Geschichte Morrowinds. Das ist auch schön. Dann müssen wir nochmal runter. Ich schleiche jetzt trotzdem, weil es levelt ja dadurch. Aufschließen. Und rein mit uns. Schauen wir mal. Vielleicht ist hier ja auch noch eine Wache, man weiß es ja nicht. Oh, da ist ein Trank. Jawohl. Ein Schild. Den nehmen wir auch mit. Das ist alles, was ich weiß. Ja, ich bin gleich bei dir. Moment, ich muss eben Schild ausrüsten. Sonst hätte ich es euch schon erzählt. Schweigt. Ihr kennt die Regeln. Sprecht nur, wenn ihr angesprochen werdet. Meister Rolindil wird die Fragen stellen. Beginnen wir von Neuem. Nein, um Himmels Willen, ich habe euch schon alles gesagt. Nein! Beginnt ganz von vorne, wie immer. Ihr seid tot. Jo! Ich habe jetzt nur gewartet, bis die fertig sind mit Reden, aber kam jetzt nicht viel bei rum. Autsch, 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 autsch. Bleib mal hier. Ist das alles, was ihr könnt? Oh, 3. Abgesandter ist es so. Ich habe ihn vorhin aus Versehen misgendert. I'm sorry. Oh, was hast du bei dir? Brot? Gift der Ausdauer? Ein Milchkrug. Schön. Mächtiger Seelenstein brauche ich nicht. Rolle der Harmonie brauche ich nicht. Noch ein Schlüssel. Gift ist gut. Bring der geringen Zerstörung brauche ich nicht. Brauche ich alles nicht. Alles klar. Liegt hier einfach so ein Beinknochen. I mean, why the fuck not?
Ja, ich komme gleich zu dir. Esbern. Jawohl, dann haben wir alle Informationen anscheinend zusammen. Ich habe ein Schwert gehört. Excuse you, kannst du reden? Hört zu. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Ich mach an. Keine Zeit für Erklärung, lasst uns hier verschwinden. Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Er muss doch irgendwo hier sein. Klingt gut, ich werde euch folgen. Geht schon vor, ich bin hier noch nicht fertig. Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Das ist wichtig. Das fragen Sie haben mich in Riftern geschnappt. Anscheinend glauben Sie, dass ich etwas weiß. Sie stellen mir immer wieder dieselben verdammten Fragen. Okay, dann folgen wir. Wie ihr wollt. Aber erstmal sollten wir gehen. Moment. Den hier habe ich noch nicht aus... Oh, der ist sogar ein bisschen besser. Ausrüsten. Wegwerfen. Hey! Wir sind verloren. Da hat man einmal Lydia nicht... die hätte das schon geregelt hier. Ach, Malborn, okay. Ich dachte schon, Falltürschlüssel, perfekt. Und du? Nein, nee, brauchen wir nicht, alles klar. Danke, Malborn, für deine Hilfe. Hier ist noch eine Truhe. Naja, wir nehmen... Die Talmor werden mich nun für den Rest meines Lebens jagen. Ich hoffe, die Sache war es wert. Das war ja... Das ist deine eigene Entscheidung, wenn du mir helfen willst. Also echt mal. Ab in die Dunsthöhle. Gut. Dann geht's ab hier. Und nicht sterben, bitte. Ich mach mich aus dem Stand. Natürlich. Ach, ist doch nur ein Troll. Komm ich denn hier runter? Oh, ich habe leichte Rüstung verbessert. Hab ich bisher nicht getragen. Beautiful. Liegt nur ein Toter? Oh, ungewöhnlicher Stein. Den nehmen wir mit. Den Geldbeutel nehmen wir mit. Was haben wir hier noch drin? Ah, ein Dietrich. Auch sehr schön. Von vor den Zeitaltern der Menschheit. Alles klar. Und sonst... Nichts Relevantes. Ah, Junge, wo bist du hin? Hier geht's gar nicht weiter. Wo geht's denn weiter? Ach, da. Alles klar. Aber wir hätten ihn gar nicht töten müssen. Ja, das ist ja... Nein. Dinge passieren. So, sprich mit Delphine. Wir sind entkommen. Ja, das ging doch ganz gut. Mann, hab ich eine hässliche Rüstung an. Also, ich weiß nicht, diese Elfenrüstungen sind irgendwie echt nicht schön. Und die Armohren. Die Armohren von meiner Katze. Was geht hier? Ist es ein Gefangenentransport? Ja, ich weiß, was ihr meint. Ne, es sind einfach nur kaiserliche. Okay, dann gehen wir zurück zu Delphine. Wenn ich weiß, wo sie ist. Hier unten. Ein Flussrad, alles klar. Es ist so witzig, das nochmal zu spielen, weil man einfach so viel vergessen hat. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung ja, ja. In der Nähe von Rifton. That's old news. Ist sogar etwas für mich. Ist vielleicht sogar was für mich. Wird nie drüber wegkommen, dass immer noch hier der Tote rumliegt. Der stinkt doch schon. Ich schulde euch doch kein Geld, oder? Klar, immer. Okay. Let's see. Was klappt denn so? Da
dann gleich erstmal Zimmer und Essen, auch Getränke. Den Rotz hier an Rüstung loswerden. Mir gibt's nichts zu sagen. Delphine. Zumindest habt ihr es lebend wieder hinausgeschafft. Eure Sachen befinden sich wohlbehalten in meinem Zimmer. Na, wie Gott sei Dank. Habt ihr etwas Nützliches erfahren? Die Talmor wissen nichts über die Drachen. Wirklich? Das ist schwer zu glauben. Seid ihr sicher? Ich hab das ganze Papier mitgenommen. Wenn ihr mir sowieso nicht glaubt, weshalb habt ihr mich dann überhaupt damit beauftragt? Ja, ich bin mir sicher, die suchen jemanden namens Esper. Ja. Esper? Er lebt. Ich dachte, die Talmor hätten ihn vor Jahren schon erwischt. Dieser verrückte alte Kerl. Aber es wundert mich nicht, dass die Talmor ihm auf den Fersen sind, wenn sie herauszufinden versuchen, was mit den Drachen los ist. Was wollen die Talmor von Esper? Ihr meint davon abgesehen, dass sie jede Klinge töten wollen, die sie in die Finger bekommen können. Esper war einer der Archivare der Klingen, bevor die Talmor uns im Großen Krieg ausradiert haben. Er wusste alles über die alten Drachengeschichten der Klingen. Er war geradezu besessen davon. Damals wollte niemand etwas davon hören. Er war wohl doch nicht so verrückt, wie wir alle dachten. Okay. So großartig, wie der einfach im Hintergrund singt. Die Talmor glauben also, dass die Klingen von den Drachen wissen. Sie scheinen ihn in Rifton zu vermuten. Ich nehme mal das Erste. Welche Ironie, nicht wahr? Die eingeschworenen Feinde glauben, dass jedes nur erdenkliche Unheil ein Schachzug der Gegenseite ist. Dennoch müssen wir Esbern vor ihnen finden. Wenn jemand weiß, wie man Drachen aufhalten kann, dann er. Wissen Sie, wo er ist? Okay, sie scheinen ihn in Rifton zu vermuten. Rifton also. Sicher unten am Rattenweg. Dorthin würde ich jedenfalls gehen. Ihr macht euch besser auf nach Rifton. Redet mit Brynjolf. Er hat Beziehungen. Das ist zumindest ein guter Ausgangspunkt. Ach, und wenn ihr Esbern findet, wenn ihr mich schon für paranoid haltet, es ist womöglich nicht ganz leicht, sein Vertrauen zu gewinnen. Fragt ihn einfach, wo er am 30. Eisherbst war. Er wird wissen, was das bedeutet. Alles klar. Noch ein paar Infos. Nee, das ist erstmal nicht so wichtig. Ich wollte gerade noch sagen, es ist eigentlich super interessant. Hier ist mein Kram drin, oder? Perfekt, okay. Was ich an dem Spiel eben so gern mag, klar, manchmal denkt man sich so, oh Gott, jetzt sind die irgendwie hier zwischendurch am Labern und ich weiß gar nicht, auf was ich mich zuerst konzentrieren soll, aber das Leben drumherum geht einfach weiter und das macht's irgendwie auch schön. Weil die bleiben halt nicht stehen, auch als ich gerade den Gefangenen befreit habe. Da ist nicht die Zeit stehen geblieben und wir waren in einem Gesprächsdialog, sondern die Wachen kamen und haben sofort gemerkt, dass was nicht stimmt. Und das ist halt cool. Und dann kann das Gespräch auch unterbrochen werden. Also klar, es gibt super viele Spieler, die finden sowas, denke ich, extrem nervig. Aber ich persönlich finde das sogar eigentlich ziemlich cool. Es ist ein bisschen immersiver, muss man sagen. Okay, alright. Wir schmeißen dann erstmal den ganzen Mist hier weg, den ich sowieso nicht brauche. Das nicht. Ja. Den wollte ich, glaube ich. Das ist ein Quest-Item, den kann ich nicht wegwerfen oder verkaufen. Der kann auch weg. Die brauche ich gar nicht. Die benutze ich nämlich nicht. Und sonst. Ja, die Kartoffeln habe ich noch. Da habe ich ein paar Sachen mitgenommen. Das ist ja auch ganz schön. Okay, der Rest ist. Jetzt habe ich einfach nichts mehr an. Aber hat er nicht ein schönes Fell? Ist doch pretty, oder? Ich mag das. Okay. Nehmen wir unseren Kram wieder zurück. Kann man nicht alles nehmen, oder? So, alles genommen. Ach stimmt, das waren ja noch Nebenquests. Gut, dann ziehen wir uns erstmal an. Wartezeit zwischen Schreien vermindert sich um 20%. Ach, Schreien. Ich hab Schreine gelesen. Das ist nicht so wichtig. So, Schild. Ja, der Ring. Meine Handschuhe, meine Rüstung, meine Stiefel, mein Helm.
Brauche ich nicht. Mein Schild? Ich trage zu viel. Wieso trage ich zu viel? Ich habe vorhin auch nicht so viel getragen. Nee. Oh, wo kommt der denn her? Der kann weg. Ich guck gerade mal, ob ich noch irgendwas rausschmeißen kann. Ich brauche eigentlich echt mal eine Kiste. Ich meine, ich kann die ja theoretisch benutzen. Da könnte ich die Bücher zumindest reinpacken. Weil die machen den Braten unter Umständen auch fett. Weil wenn ich ablegen drücke, dann schmeißt das nicht in die Truhe. Doch, okay, perfekt. Dann machen wir das mal. Ja, die nicht, aber die Bücher. Ich meine, die Zauberbücher benutze ich jetzt auch gerade nicht so wirklich. Okay, jetzt sind wir wieder um einiges leichter. Gut. Ist hier noch irgendwas drin? Nein. Hey. Ach, da steht diese Rüstung da. Ihr habt sie weggeworfen, ja? Also kann ich sie doch nehmen, oder? Klar. Ich will sie nicht mehr. Es soll euch gehören. So viel Glück hatte ich den ganzen Tag noch nicht. Viel Spaß damit. Ihr habt sie weggeworfen, also kann ich sie haben. Das hatte ich auch noch nicht. Na dann, aber jetzt lass mich bitte auch durch. Was? Danke. So. Weiter geht's. Ich habe die ganze Zeit eine Markierung auf der Karte, die stört ein bisschen. Wo sind die? Ah, da. Nee. Ist immer wieder das Gleiche. Ich weiß nie, wie man die Markierung wegmacht. Okay, und jetzt wollte ich noch gucken, wo ich hin muss. Ist auch wichtig. Hier hin. Ab nach Rifton. Rifton. Das ist im Englischen wahrscheinlich einfach nur Riften. Trink mal kurz einen Schluck. Ah, okay. Lydia? Ah, schön, Lydia ist auch wieder da. Entschuldigt, aber ich kann euch jetzt nicht besonders helfen. Ich traue. Ja, schön für dich. Brynjolf. Also, Junge, wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Habe ich dann quasi jetzt schon was mit übersprungen? Machen wir einfach gut. Mal hier. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge. Das ist ja eigentlich eine Nebenquest hier. Holz ihr geschnitzt seid. Vielleicht muss ich die auch erst machen. Kommt alle her! Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an. Das müsst ihr hören. Kommt alle her. Und jetzt? Komm, wenn ich hier fertig bin, verkaufe ich euch gern ein Elixier. Ich muss irgendeinen Ring klauen, oder? Und ganz vergessen, was es hier in der Quest geht. Zurück! Kommt alle her! Ach, Brynjolf. Halt! Was Im gibt Namen es denn des Jahres. Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jahres. Ich bin einfach Kluger so durch den Wind hier. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut. Ich hab kein Diebesgut, Leute. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, geht's nicht. Mensch. Das ist dein Zwergenschild, oder?
Ja, aber es scheint noch mehr als das zu sein. Ihr seht aus, als könntet ihr ein Getränk vertragen. Kacker. Okay. Versuchen wir es nochmal. Hallo, Brynjolf. Ich habe wohl zu viel von euch erwartet. Ach, komm schon. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch erwischen lasst. Wenn man bedenkt, wie es hier läuft, bin ich nicht überrascht. Was ist da los? Ach, meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech, aber so läuft es wohl einfach. Aber egal, obwohl ihr den Auftrag vermasselt habt, besitzt ihr doch das Feuer, nach dem ich suche. Jawohl, das wird man doch gerne. Wartet reichlich Gold auf euch, wenn ihr für die Herausforderung bereit seid. Okay, das schaffe ich. Die Bezahlung ist wirklich gut, aber ich weiß nicht. Auf keinen Fall, es war falsch, diese Dinge zu tun. Die Bezahlung ist wirklich gut, aber ich weiß nicht. Also, in einfachen und verständlichen Worten. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifton in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Ja, da waren wir sogar schon. Wenn ihr eure Meinung ändert, trefft mich dort und wir unterhalten uns über eure Zukunft. Alles klar, ich muss aber immer noch mit dir reden. So, like. Neu in Rifton. Oh, okay. Dann hört auf meinen Rat. Geht ins Bienenstich. Die Herberge ist nichts für euch. Aber das ist doch hier der Bienenstich, oder? Egal. Sucht ihr etwas oder was ist los? Nein, ich will nicht mit dir reden, ich will rausgehen. Ach, Helga. Danke. I guess. Ihr stammt auch nicht von hier, was? Sieh so aus. Ab in den Rattenweg. Kennen wir ja eigentlich auch schon. Aber gut. Müsste ich ja eigentlich... Genau. Das mag ich übrigens auch gerne, weil ich vorhin meinte, man hat ja... Geldbeutel, den habe ich gar nicht gesehen. Also das Leben um einen rum geht ja immer schön weiter und ich mag auch, dass es halt Permadeath gibt. In anderen Spielen hast du halt immer den Respawn von Gegnern oder halt müssen ja keine Gegner sein, es kann ja auch irgendwelche NPCs sein, die irgendwie, weiß ich nicht, von der Klippe gefallen sind, dann sind sie aber im nächsten Moment wieder da aus unersichtlichen Gründen. Alles schon gehabt, deswegen... Aber hier hat man eben wirklich, ja, Permadeath. Es ist schön, dass mein Kara das nicht hat. Kann man zwar einstellen, ich weiß, aber ich bin sehr zufrieden, dass das nicht sein muss. Ich glaube, sonst würde ich auch wahnsinnig werden. Diese Zeiten sind vorbei. Ich sage euch. Ich denke, dass Brynjolf euch alle nötigen Informationen geben kann. Macht euch nichts vor. Es ist Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, alter Freund. Ihr, Vex, Mercer, ihr alle gehört einer aussterbenden Gattung an. Die Dinge ändern sich. Die Dinge eine aussterbende Art, was? Und wie nennt ihr das? Sieh an, sieh an. Ich bin beeindruckt, Bürschchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Ich war literally 2 Minuten unterwegs. Hierher zu kommen war einfach. Ich wurde fast umgebracht. Ich weiß nicht, warum ich mir die Mühe gemacht habe. Das hier ist eine Katastrophe. Okay, es war einfach. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Auf einmal. Also, nun da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Schuldner, was haben sie getan? Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Ich möchte, dass ihr ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Klingt gut. Um wen geht es? Kirawa, Bersi, Honighand und Helga. Wenn ihr es richtig anstellt, Helga, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Wie soll ich vorgehen? Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft.
Schon klar. Ist so gut wie erledigt, bekomme ich einen Anteil. Ja, wir wollen jetzt einmal nicht frech werden. Ja, ist so gut wie erledigt. Gut. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und nun los. Let's go. Warum schließt ihr euch nicht uns ganz offiziell? Könnt ihr auf eure hiesigen Hehlergeschichten verzichten? Ah, guck mal, da können wir ja hier direkt noch ein bisschen weitermachen. Habt ihr irgendwelche Tipps über auf Kirawa? Kirawa ist stur, aber die Familie ist ihre Schwachstelle. Redet mit Talen Yai im Bienenstich und versucht etwas herauszufinden. Sie kennen sich gut, wenn ihr versteht, was ich meine. So gut also. Könnt ihr mir mit Bersi helfen? Solch einen eigensinnigen Mann werdet ihr kein zweites Mal finden. Der Schlüssel ist diese hässliche Zwergenurne in seinem Laden. Wenn ihr sie zerbrecht, wird er seine Einstellung ändern. Ah, okay. Was ist Helgas Geschichte? Helga ist eine fromme Anhängerin von Libella und ganz vernarrt in ihre Götterstatue in der Herberge. Setzt sie als Druckmittel ein, damit sie nachgibt. Alright. Und hier noch was für eine andere Quest anscheinend. Ich suche einen alten Mann, der sich wahrscheinlich im Rattenweg versteckt. Ja. Ach nein, das ist die Hauptquest. Er versteckt sich in den Rattenweg-Wohnkasernen und er bezahlt uns gut dafür, dass niemand davon erfährt. Alles klar. Ich werde hier sein, wenn ihr fertig seid. Dann gehe ich, glaube ich, erstmal auf auf die Hauptquest näher ein und nicht auf die Nebenquests. Ich speichere mal kurz. Sind ja ein ganzes Stück weitergekommen. Und habe noch nicht gespeichert. Schocking. Ist da jemand? Da ist der Agent, der Klingel. Was? Agent? Ich? Ah, Metallmoor. Hallo? Oh, Lydia. Nur auf die Zaubern. Habe ich vergessen, meine Waffe zu... Ich habe meine Waffe nicht ausgerüstet. Was ist denn hier los? So, Molagball, Streitkolben. Ja. Lydia regelt. Wie immer. Ist nichts Besonderes. Hast du irgendwas? Auch nicht. Gold. Okay. Wer trägt denn drei Fackeln mit sich rum? Mal von mir aus. Okay, ich muss da runter. War eigentlich auch gerade noch jemand? Gut, dass sie hochgekommen. Egal. Okay, ich glaube, hier müssen wir hin. Ich glaube. Echt dunkel. Vielleicht muss ich den Gamma-Wert anpassen. Das ist doch kein Horrorspiel. Da oben. Noch jemand da, der verkloppt werden möchte? Sieht nicht so aus. Verschwindet! Niemals! Esbern, mach die Tür auf. Ich bin ein Freund. Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Esbern. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Du bist bestimmt Esbern. Schon gut, Delfin hat mich geschickt. Die Talmor haben euch aufgespürt, ihr müsst hier verschwinden. Ja, das klingt gut. Oh, wie mich das doch beruhigt. Wahrscheinlich steckt ihr mit den Talmor unter einer Decke und versucht mich mit einem Trick dazu zu bringen, die Tür zu öffnen. Der Khajiit in der orkischen Rüstung. Delfin braucht eure Hilfe, um die Drachen aufzuhalten. Überreden? Die Klingen haben nach mir gesucht, ich bin ein Drachenblut. Das glaubt mir doch keiner. Im Rattenweg treiben sich Agenten der Talmor herum, die nach euch suchen. Der Fien sagt, ihr sollt euch an den 30. Eisherbst erinnern. Ja, nehmen wir das, ne? Ah, in der Tat. In der Tat. Ich erinnere mich. Dann lebt Delfin tatsächlich noch. Ihr solltet besser reinkommen und mir erzählen, wie ihr mich gefunden habt und was ihr wollt. Na, geht doch. Das dauert nur einen Augenblick. Ja, mach mal auf. Der hier klemmt immer. Viele Schlösser einfach. Sind nicht mehr viele.
Hast du es? Das wäre geschafft. Na los, machen wir auf. Kommt herein, kommt herein. Fühlt euch... So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Ja, Lydia muss auch noch reinkommen, genau. Also kämpft Delphin immer noch nach all den Jahren. Ich hätte gedacht, dass ihr mittlerweile klar geworden ist, dass es hoffnungslos ist. Ich habe versucht, es ihr zu erklären. Schon vor Jahren. Die Talmor haben euch aufgespürt. Wir müssen hier verschwinden. Was meint ihr mit, es ist hoffnungslos? Habt ihr es noch nicht kapiert? Was muss denn noch passieren, bevor ihr aufwacht und versteht, was vor sich geht? Alduin ist zurückgekehrt. Genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Ja, das wissen wir schon. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Nichts. Ich habe versucht, es ihnen zu sagen. Sie wollten nicht zuhören. Dummköpfe. Es ist alles eingetreten. Und ich konnte nur zusehen, wie unser Untergang naht. Okay. Alduin, der Drache, der die anderen von den Toten auferstehen lässt? Ihr redet über das buchstäbliche Ende der Welt? Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Das stimmt nicht. Das Ende der Welt. Oh ja. Es wurde alles vorausgesagt. Das Ende hat begonnen. Alduin ist zurückgekehrt. Nur ein Drachenblut kann ihn aufhalten. Aber seit Jahrhunderten hat sich kein Drachenblut gezeigt. Es scheint, als seien die Götter unserer überdrüssig. Sie überlassen uns unserem Schicksal als Spielzeug von Alduin, dem Weltenfresser. Es ist nicht hoffnungslos, Esbern. Ich bin ein Drachenblut. Was? Ihr? Ja. Kann das wirklich sein? Drachenblut? Dann gibt es Hoffnung. Die Götter haben uns nicht verlassen. Wir müssen... Ja, müssen wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphine. Es gibt eine Menge zu besprechen. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ja, ich guck mal, was du noch hier hast. Das Buch der Daedra. Hast du ja schon ein paar Mal gelesen. Werde ich brauchen. Nein, nein, nutzloser Tant. Hüter der Steine. Wo ist meine kommentierte Anuade? Nur kurz. Ja, ja, alles gut. Ich guck mir hier noch. Ich wollte das nicht nehmen, ich wollte es lesen. Mein Gott. Wiedergefundene Geheimnisse. Okay, ich leg's wieder weg. Das kann nicht entfernt werden? Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Das ist okay, vielleicht finde ich ja noch was. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Nun, das sollte wohl reichen. Dann mal los. Bin gleich so weit. Oh, ein makelloser Granatstein. Schön. Aber ich brauche, glaube ich, noch einen Amethysten für meine Quest. Schlafen, Bett. Okay, let's go. Raus hier. Was war das? Was war was? Da ist der Agent der Klinge. Tötet ihn! Schnell weg! Oh mein Gott. Hier ist nichts. Pferdfleisch, okay. Müssen wir doch unten lang. Wieso zur Hölle ist hier eine Tür? Aber ist okay, krieg ich schnell auf. Okay, ich kann mich mal kurz an dem nähern. Sehr gut für meine Gesundheit. Ich hoffe, der ist von ihm. Ja, von Espen, okay. Mich gerade gewundert. Weil der auch nicht angegriffen hat. Was war das? Zu leicht. Zu leicht. Aua! Unten lang.
Leute, unten lang. Ich werde euch umbringen, das schwöre ich. Ja, mein Gott, wieso? Ich komme da leider nicht hoch. Ich habe keinen Zauber. Kommt ihr von der anderen Seite runter? Aus eurem Fell mache ich mir einen schönen Teppich, Kätzchen. Sind die immer gegen mich? Ist das Notiz? Beschreibung der Zielperson. Khajiit, männlich, soll auf den Namen Ismail hören. Ein Kopfgeldbrief. Wobei es sich um einen Decknamen handeln könnte. Nicht näher an informiert. Unverzüglich die euch zugeteilte Kontaktperson, wenn das Zielgesicht wird. Tja, das war dein, dein Problem. Jetzt bist du tot. Ich werde euch brennen sehen. Was ist denn? Das ist da oben immer, ne? Runter. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Das habe ich schon lange hinter mir gelassen. Okay. Können wir jetzt weitergehen? Let's go. Wie passt in so eine kleine Kiste ein Stahl-Zweihänder? Die Kiste ist literally... Genau. Jesus. Ich weiß ja nicht. Ach, die ist leer. Brauche ich gar nicht reingucken. Wow, was habe ich gemacht? Okay, weiter geht's. Jetzt haben wir eine richtige Party, ne? Lydia mit ihrem Zweihänder, ich mit meinem Schild und meinem... Kolben und ein Magier. Es fehlt nur noch ein Heiler. Oh, eine Kiste. Auch schon leer. Habe ich die schon geleert, oder? Pelzarmschienen der geringen Schießkunst brauche ich nicht. Lederstreifen brauche ich nicht. Eisen brauche ich auch nicht. Alles klar, weiter geht's. Ich frage mich gerade, ob ich mich verlaufen habe. Ich weiß, es gibt Karten, aber ist ja langweilig. Ah ja, hier war ich schon mal. So angenehm, dass die Marker so schön sichtbar sind. Ich glaube, hier sind wir erstmal sicher. Sprecht wieder mit mir, wenn ihr euch Brynjolf unter Beweis gestellt habt. Ja, alles gut. Wir sind eh erstmal hier weg. Und jetzt werdet ihr dafür büßen, euch in die Angelegenheiten der Talmor eingemischt zu haben. Das scheinen alle zu sein. Ist das nicht die, die ich vorhin bestohlen habe oder wollte? Der hat auch einen Kopfgeldzettel. Ja. Alle wollen mich tot sehen. Das scheinen alle gewesen zu sein. Ja, dann ist ja gut. Die Waffe wegstecken. Back to Rifthorn. Lydia, du stehst im Weg. Schütt die. Müssen wir eigentlich hin? Ach, wir müssen ja ganz woanders hin. Ja, mein Gott. Ab nach Flusswald natürlich. Ich muss ja zu Delphine. Ein Drache hat Kühneshain angegriffen. Ich weiß. Aber warum?
Warum diesen Ort? Gibt es denn keine sichere Zuflucht mehr? Es sind Drachen. Als ob die nachdenken. Ich liebe Drachen, aber ich glaube nicht, dass die viel nachdenken hier in dem Spiel. Mein liebster Sau. Delfin. Besorg mal ein wenig Mehl. Ach, schön, euch wiederzusehen. Es ist lange her. Es ist auch schön, euch zu sehen, Espern. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Viel zu lange. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut, komm, ich weiß, wo wir reden können. Ordner, übernehmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Natürlich weiß ich, wo hier wir entlang. Reden können. Das ist ja immer der schöne Geheimgang. Oh, Geld. Der Niedergang. Der hat wirklich die Rüstung mitgenommen. Nun denn, ich nehme cool. an, ihr wisst Bescheid über. Oder? Oh ja. Oder nicht? Drachenblut. Ah, egal. In der Tat, ja. So. Das ändert natürlich alles. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Unser Ziel ist. Ich zeige es euch. Ich hatte es doch hier irgendwo. Espern, was? Gebt mir nur einen Augenblick. Ah, da ist es ja. Seht, genau hier. Der Tempel der Himmelszuflucht. Erbaut um eines der wichtigsten Akaviri-Militärlager in Reach, während ihrer Eroberungsfeldzüge in Himmelsrand. Wisst ihr, wovon er redet? Psst! Sieht's aus? Hier haben sie Alduins Mauer erbaut. Um ihre gesammelte Drachenkunde in Stein festzuhalten. Eine Absicherung gegen das Vergessen der Jahrhunderte. Eine weise und weitsichtige Vorgehensweise, wie sich herausstellte. Trotz des weitreichenden Ruhms von Alduins Mauer, immerhin eins der Wunder der alten Welt, kannte niemand mehr ihren Standort. Espern, worauf wollt ihr hinaus? Ihr meint... Ihr wollt doch nicht sagen, dass ihr noch nie von Alduins Mauer gehört habt. Keiner von euch beiden? Tun wir einmal, als hätten wir noch nicht davon gehört. Was ist Alduins Mauer und wie kann sie uns helfen, die Drachen aufzuhalten? Alduins Mauer war der Ort, an dem die frühen Klingen alles festgehalten haben, was sie über Alduin und seine Rückkehr wussten. Teils Geschichte, teils Prophezeiung. Jahrhundertelang blieb sie verschollen. Aber ich habe sie wiedergefunden. Sie war nicht verloren, wisst ihr? Nur vergessen. Die Archive der Klingen enthielten so viele Geheimnisse. Ich konnte nur ein paar Bruchstücke retten. Ihr glaubt also, dass Alduins Mauer uns sagen wird, wie wir Alduin besiegen können? Nun, ja, wahrscheinlich. Wir werden es nicht genau wissen, bevor wir sie finden. Dann also auf zum Tempel der Himmelszuflucht. Ich wusste, ihr würdet etwas für uns haben, Espern. Ich kenne das Gebiet von Reach, von dem Espern redet. In der Nähe des heutigen Kartspitze im Flusstal des Kartflusses. Wir können euch dort treffen oder alle zusammenreisen. Sucht es euch aus. Am besten treffen wir uns dort. Wie kommt man am besten dorthin? Von Flusswald aus? Die direkteste Strecke führt über die südliche Straße durch Falkenring. Oder ihr könntet die Kutsche von Weißlauf nach Markart nehmen und euch von Westen annähern. Doch keine dieser Strecken durch Reach ist heutzutage noch sicher. Die Abgeschworenen sind überall. Nehmt euch in Acht. Ja, das kriege ich schon hin. Gut, dann treffen wir uns an der Kartspitze. Eure Entscheidung. Vielleicht ist es sicherer, einzeln zu reisen. So erregen wir weniger Aufmerksamkeit. Keine Sorge. Das sehe ich auch so. Ich werde Espern wohlbehalten dorthin bringen. Wir warten in der Nähe von Kartspitze auf euch. Viel Glück. Danke, danke. Ich will mir das Buch hier noch angucken. Die Annalen der Drachenwache. 2800 bis 2819. Sogar mit Bildern. Das ist doch hübsch gemacht. So, was liegt hier noch? Timer-Handschuhe. Die brauche ich nicht. Karte der Drachengräber. Wieso hatte ich die vorher nicht? Okay, mal kurz speichern.
Und dann. Ordner, es ist soweit. Die Taverne gehört euch. Ich komme wahrscheinlich nie mehr hierher zurück. Tja, darüber könnte man nachdenken. Nie mehr. Gebt auf euch acht, Ordner. Lebt wohl. Ja, natürlich. Ihr auch, Delphine. Passt auf euch auf. Das, war schon krass. Jetzt renne ich den doch hinterher. Aber ich werde gleich schnell reisen müssen. Was? Wenn der hier jetzt Zuflucht findet. Jetzt liegt es an euch, uns heil dorthin zu bringen. Was ist passiert? Ja, ihr kriegt das schon hin. Wir wollten uns ja da treffen. Wo ist das denn? Ich habe schon so viele Symbole auf der Karte. Hier oben. Da. Ja, da war ich tatsächlich noch nicht. Aber ich kann von hier ansetzen. Okay. Dann Abmarsch. Ein Drache. Ich habe ihn gehört, aber ich sehe ihn nicht. Ich glaube, das ist hier ein bisschen zu tief. Ich glaube, ich muss da... So ein Drache. Oder ist es ein erkälteter Bär? Drache. Vielleicht muss ich mich da mal kurz erst um den kümmern. Boah, was ist das für Abdrücke, Mann? Hey, Stufenaufstieg. Das ist kalt. Komm wieder runter. Komm schon, Lydia! Eieiei. Hey, hey. Mal kurz ein bisschen healing. Hab ich Frostresistenz zufällig? Nee. Hoppala. Komm wieder her. Was ist denn jetzt hin? Ich warte mal kurz. Nein, jetzt hat die Kampfmusik aufgehört. Ach, schade. Vielleicht treffe ich ihn ja gleich nochmal. Gehen wir erstmal hier querfeld ein. Da ist er ja. Ach, da ist ja auch sein Nest. Kein Wunder. Komm schon, Drache. Nur du und ich. Runter! Jawohl. Nein, der bleibt stehen. Setz dich doch mal hin, Junge. Thank you.
Jawohl. Puh, geschafft. Ich habe ein bisschen Platz. Ich nehme die Knochen und Schuppen mal mit. Ich habe nicht so viel Platz. Verdammt. Okay, dann... ich kann ja auch nicht schnell reisen, wenn ich zu voll bin. Ach, Mensch, ey. Okay. Nehmen wir nicht alles mit. Warum gib mir deine Seele? Sehr schön. Und da unten müssen wir auch hin. Noch besser. Irgendwann taucht bestimmt auch Lydia wieder auf. Wer weiß, wo die sich hin verlaufen hat. Kennt man ja nicht anderswo nicht mehr. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Oha. Gott, oh Gott, oh Gott. Keine Gnade für euch. Oh Gott, wo kommt das denn her? Seid ihr alle mal hier? Nein. Genug! Stirb! Jetzt bezahlt ihr! Lydia! Hey! Feuer ist echt hart. Hüstkarpfen. So nicht. Fertig, Lydia? Da vorne ist noch jemand. Bis hierher und nicht weiter. Oh, schön geköpft. Aber gut gemacht. Und da ist auch noch einer. Gut, ich kann die Übung gebrauchen. Gehen wir weiter. Oh, Delfin, da bist du ja schon. Ich glaube, das waren alle. Okay, Geldbeutel nehme ich mit. Zaubertrank der kleinen Heilung, sehr schön. Und ab dafür. Vorsichtig! Da ist die Höhle. Okay, wir gehen rein und speichern. Bin ich jetzt Lydia oder was? Wer ist da? Komm schon. Also habe ich mir das nicht eingebildet.
Moment, lauf nicht so schnell. Ich muss hier noch Sachen einsammeln. Schwaches Gift der Furcht. Ja, das ist nicht so richtig. Das hier sind definitiv frühe Akabiri-Steinarbeiten. Wir müssen diese Brücke herunterbekommen. Diese Säulen müssen etwas damit zu tun haben. Ja, definitiv. Das sind Akaviri-Symbole. Mal sehen. Ihr habt das Symbol für König und Krieger. Und natürlich das Symbol für Drachenblut. Es scheint eine Art nach unten gerichtete Pfeilfigur zu sein. Also, wie auf den Säulen hier? Oder sind es die gleichen? Ja, das ist es. Das Symbol auf der linken Säule. Welche Säule? Angesichts der Tatsache, dass der Tempel der Himmelszuflucht gegen die Rückkehr des Drachenbluts versiegelt wurde, würde ich alle Säulen auf dieses Symbol drehen. Okay. Was ihr auch getan habt, es hat funktioniert. Oh ja, na dann. Sehen wir mal, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Oh, ich dachte, wir müssen runtergehen, aber der hat sich nur verlaufen. Mein Gott, geh hoch. Wartet. Oh. Wir sollten hier vorsichtig sein. Ein Tritträtsel. Seht ihr diese Symbole am Boden? Ja. Esbern hat recht. Das sieht aus wie Druckplattenschalter. Wir gehen hinüber. Sobald es sicher ist. Muss ich wahrscheinlich vorangehen, wa? Seid vorsichtig. Ja, hier. Machen wir Aufsicht. Wir gehen hinüber. Lydia, Sobald es sicher ist. Du musst mal kurz hier stehen bleiben. Ich bin direkt hinter euch. Seid vorsichtig. Wie ihr wünscht, Tane. Nicht, dass du mir hier gleich abmurkst. Wir gehen hinüber. Ja, ist ja gut jetzt. Ich bin ja dabei. Seid vorsichtig. Okay, und jetzt? Ah, hier sind. Ein Griff. Jetzt sieht es sicher aus. Gehen wir. Ja, ja. Okay. Ich nehme an, dass wir in der Nähe des Eingangs sind. Wir brechen auf? Wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Komm mit. Wunderbar. Und zudem noch erstaunlich gut erhalten. Nicht so erstmal drüber aufmachen. Ah, da ist das Blutsiegel. Noch eine vergessene Kunst der Akaviri. Zweifelsohne wird es ausgelöst durch... Blut. Nun ja, Blut. Euer Blut, Drachenblut. What? Schaut her, hier seht ihr, wie die Klingen damals Reman Syrodiil verehrt haben. Na dann, schneiden wir uns mal in die Hand, wa? Der Klassiker. Keiner weiß, was uns da drin erwartet. Das weiß ich auch noch nicht. Das werden wir ja gleich sehen, ne?
Boah, die Treppen haben echt unschönen Shake, wenn man läuft. Da muss ich wohl hoch. Oder auch nicht. Vielleicht einfach warten, bis der Kollege da ist. Hallo? Der labert die ganze Zeit. Hier. Richtig, Esbern. Ja, natürlich. Ich denke, wir haben später noch Zeit, uns umzusehen. Sehen wir, was uns noch alles erwartet. Das ist realistisch. Ich hätte mir auch die Wände angeguckt. Komm, hier drüben. Shaws Knochen, da ist sie. Shaws Knochen. Alduins Mauer, so gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Es sieht halt echt gut aus. Wir brauchen Informationen, keine Geschichtskunde. Ja, ja. Sehen wir mal, was wir hier haben. Ja, ja. Seht, da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult in Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Anscheinend ja. Nein, von so etwas habe ich noch nie gehört. Vielleicht wissen die Graubärte ja mehr. Boah. Ihr habt wahrscheinlich recht. Ich wollte sie eigentlich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber wir haben wohl keine andere Wahl. Was habt ihr gegen die Graubärte? Ich frage Angaya, ja, ob er weiß, welchen Schrei sie verwendet haben. Was habt ihr gegen sie? Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Vorurteile. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht, dass sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Kann ja auch gefährlich werden. Haben sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht, haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Vielleicht haben die Graubärte ja recht. Macht kann sehr gefährlich sein. Keine Sorge, ich habe keine Angst vor meiner eigenen Macht. So viel Zuversicht haben wir. Gut. Die Graubärte können euch viel beibringen, doch lasst nicht zu, dass sie euch von eurem Schicksal abbringen. Jawohl. Ihr seid ein Drachenblut. Und nur ihr könnt Alduin aufhalten. Vergesst das nicht. Ich sollte herausfinden, was Angaya über diesen Schrei weiß. Ja gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Kleiner Kult. Esbern oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte.
Talos schütze euch. Seht her, auf der dritten Tafel. Jawohl. Die Prophezeiung, die die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Hört ihr zu, Delphine? Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Ich kenne die Prophezeiung auswendig. Früher kannten alle Klingen sie. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt. Wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird. Wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert. Wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt. Wenn der Schneesturm da niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Das ist nicht schlecht. Nun, ich werde mich noch ein wenig umsehen. Mal sehen, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Die einfach keinen Bock auf die Geschichte hat. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Wer weiß, auf welche anderen verlorenen Schätze wir noch stoßen könnten. Ja, ich gucke mich auch mal noch kurz um. Ich glaube, hier gibt es gar nicht so viel. Könnt ihr mal eine Fackel anmachen? Bruder, eine Klingenrüstung. Oh. Oh ja. Die wird mitgenommen. Quecksilberbarren können wir auch mitnehmen. Ja, die benutze ich eh nicht. Die sind leider schlechter als meine orkischen. Und die Stiefel auch. Ja, da habe ich auch schon was Besseres. Ja, ich bin zu schwer. Drachenfluch. Nehme ich mal eben. Mal gucken, ob es das bringt. Ich wollte ins Licht laufen. Ja, ich verstehe dich, Lydia. Hoppala, falsche Taste. So. Meine orkische Rüstung. Ja. Nehmen wir. Ich weiß, dass ich zu viel trage. Ich meine, ich muss mir jetzt auch hier nicht die Mühe machen und die mit mir rumschleppen. Ich bin immer noch zu schwer. Achso, ich habe ja noch die Waffe mitgenommen. Ich bin weg. Drachenfluch. Das ist ein Katana. Das ist schick. Es passt auch gut zur Rüstung, weil die Rüstung ähnelt denen der alten Samurai. 25 Punkte zusätzlicher Schaden bei Drachen, 10 Punkte Blitzschaden bei anderen. Das ist eigentlich nicht schlecht. Vielleicht ist einhändig schwer? Lass mal eben gucken. Tatsache. Oh, ich glaube, das tausche ich ein gegen meinen Streitkolben, auch wenn es ein bisschen schlechter ist. Aber was ist der von Molag Bal? Den will ich eigentlich behalten. Okay, was kann ich wegwerfen? Die haben kein großes Gewicht. Beziehungsweise, okay, was kann der denn? Verursacht 25 Punkte Ausdauerschaden, verursacht 25 Punkte Magieschaden, stirbt das Ziel immer für 3 Sekunden, füllt es einen Seelenstein. Ist eigentlich schon eine geile Waffe. Aber das finde ich auch schick. Wäre mal was anderes. Und ist um einiges leichter. Der kann aber eigentlich weg. Weil ich den gar nicht benutze. Und der auch. Ja.
Falls ich sie doch mal wiederholen möchte, dann komme ich einfach hierhin zurück. Ja, die Rüstung sieht doch schick aus. Ich finde, der orkische Helm passt doch immer noch sehr gut dazu. Ist hier oben noch was? Ich glaube, ich brauche wirklich eine Fackel. Ging das? Muss ich die ausrüsten? Ich habe, glaube ich, keine dabei. Okay, dann versuchen wir uns einfach nur zu konzentrieren. Glas, Gold, grüne Jungtonika. Gold. Und Gold. Bin so ein richtiger Hoarder mit dem ganzen Gold, ey. Das waren anscheinend die Quartiere für die Kinder, die ausgebildet wurden. Okay. Oh, hier geht's raus. Okay. Dann ist hier wahrscheinlich auch nicht mehr. Okay, öffnen wir mal, gucken wir mal, wo wir rauskommen. Krass, das ist ein ganz schönes Stück. Okay. Sehr schön, dann haben wir das auch erledigt. Lass mal speichern. Und gucken jetzt, wo wir hin müssen. Irgendwo hier unten. Ich werde es finden. Hier, zu den Graubärten. Hoch, Hofgar. Okay. Ich werde mal noch reingehen. Und hier mein Level abmachen. Gesundheit natürlich. Gesundheit ist immer gut. Okay. Schwere Rüstung. Haben wir 50. Was können wir machen? Erfordert 60. Steht an der Fäuste, wenn ich keine Waffe trage, genau. Gut ausgestattet habe ich schon. Fels in der Brandung. 50% weniger zurückstoßen, wenn du ausschließlich schwere Rüstung trägst. Ja, das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Blocken. Nächster Rang. Blocken ist 30% wirkungsvoller. Pfeile abwehren kann ich schon. 50 habe ich noch nicht. Dann werden wir wohl... Oh, was ist denn das? Schnelle Reflexe. Zeit verlangsamt sich, wenn du während eines mächtigen Angriffs blockst. Ja, ich mache einfach mal hier ein bisschen mehr Effizienz. So. Und dann würde ich hier erstmal heute Schluss machen. Ich glaube, wir sind mit der Story ein bisschen gut vorangekommen. Ein bisschen gut, das ist auch sehr schön gesagt. Als nächstes kommt der Hals der Welt. Genau, wir haben jetzt ein bisschen was über Alduins Geschichte gelernt. Und beim nächsten Mal dann reden wir mit den Graubärten und gucken mal, was die so zu sagen haben. Wie die mir helfen können bezüglich des Schreis. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche noch einen schönen Tag und einen schönen Abend und auch einen schönen Sonntag, weil das haben wir ja heute immerhin. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin. Ciao.